Ja, herzlich willkommen auf dem schamanischen Bewusstseinskanal. Ein kleiner schamanischer Impuls für heute. Wie geht's deinem inneren Kind? Bist du in einer guten Verbindung mit deinem inneren Kind? Mit dem kleinen Jungen oder dem kleinen Mädchen in dir? Wenn du in einer guten Verbindung mit ihm bist, dann hast du sicherlich sehr viel Sinnhaftigkeit in deinem Leben. Fühlst dich sehr lebendig und hast ein freudvolles Leben. Könnte deine Verbindung zu deinem inneren Kind besser sein, dann lade ich dich dazu ein, in die Zwiesprache zu gehen zwischen dir als erwachsener Menschen und deinem inneren kleinen Jungen oder deinem inneren kleinen Mädchen und Verantwortung für dieses zu übernehmen. Sprich mit ihm im inneren Dialog zu sein und zu schauen und zu spüren und zu sprechen, was braucht es denn gerade? Ja, und ich lade dich ein, gerade jetzt, heute, wenn du das jetzt hier ansiehst, anschließend dir ein bisschen Zeit für dich zu nehmen und diesen inneren Talk auszuführen und zu schauen, was braucht dein inneres Kleines jetzt. Und es anschließend eben auch ausführen in einer Form, die sowohl dem Erwachsenen-Ich als auch dem Kind-Ich, eben deinem inneren Jungen oder deinem inneren Mädchen, ja, Nahrung bietet. Was kann das sein? Ja, also manchmal ist es eben ein Rausgehen und durch die Pfützen laufen, falls das gerade möglich ist. Manchmal ist es ein faules Herumlümmeln und einfach nur den eigenen Gedanken nachhängen. Du bist ein kreatives Wesen. Schau, was braucht dein inneres Kind, um genährt zu sein. Und ich verspreche dir, wenn du gut auf dein inneres Kind aufpasst, dann geht es deinem Erwachsenen-Ich auch wunderbar. Jetzt sind manche inneren Kinder auch verletzt worden in der Vergangenheit. Im Schamanischen spricht man eben auch von vom Seelenverlust oder Anteile der Seele sind im Laufe des Lebens eventuell verloren gegangen, ist in unserer Gesellschaft, so wie wir aufwachsen, nicht unbedingt selten. Ich behaupte sogar, dass es fast jedem geschieht. Manche Anteile kommen von alleine wieder zurück. Ja, solltest du den Anschein haben, dass bei dir ein Seelenanteil verloren gegangen ist über die Zeit, sprich eine traumatische Erfahrung irgendwann mal stattgefunden hat, von der du weißt oder wo du einfach nur das Gefühl hast, dass da was ist. Und Trauma ist ja relativ. Also es muss nicht jedes Mal was ganz, ganz Großes passiert sein, was jeder unter einem Trauma verbuchen würde. Das Empfinden ist ja individuell. Also was ein Erwachsener als Trauma empfindet, muss ein Kind nicht genauso definieren. Und dann ist es eben möglich, mit der schamanischen Technik der Seelenrückholung diesen Anteil auch wieder zurückzuholen. Dazu folgt demnächst ein weiteres Video. Ich wünsche dir einen wundervollen, lebendigen, sinnvollen und sinnhaften Austausch mit deinem inneren Kind. Ja, ich glaube, es ist die Sinnhaftigkeit, wo der Dialog mit dem inneren Kind hinführt, wenn wir den wieder in unser Leben integrieren. Sinnhaftigkeit im Leben bedeutet für mich auch freudvolles Leben. In diesem Sinne, ein schönes Miteinander mit deinem inneren Kind. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über einen Daumen und ein Abo. Bis bald.